So, ihr Lieben, ich begrüße euch zu einer neuen Folge Gothic 3 mit mir, mit Mr. Helga. Wir haben Ortega in der letzten Folge übelst in den Arsch getreten. Schön, dass wir das geschafft haben. Jetzt habe ich gerade mir schon mal meine Quests angeguckt, was ich habe. Wir haben hier Finde Xardas als der Hauptakt. Wir haben Finde alle Feuerkelche der Feuermagier, das ist auch lange. Wir haben einen Scheue Hirsche erledigen, Urkras seine Ware zurückbringen, die Alchemisten aufknacken, dieser Malo ist schon down. Und beseitige die wandernden Ork-Patrouillen zwischen Redok und eben Ardea. So, wir haben gleichermaßen Ruf bei allen und bei Assassin ein bisschen was. Waldvolk, das sind eher so die Rebellen. Nomaden auch in der Wüste. Ja, und in Nordmar kennt man uns gar nicht. Schauen wir uns nochmal hier um. Vielleicht habe ich letzte Mal was vergessen. Das Schöne ist, dieses Spiel speichert alles einfach ab. Und ansonsten müssen wir demnächst sowieso ein bisschen traden gehen. Aber vorher geben wir uns noch ein bisschen, was gesagt, Kante. Nein. Wir geben uns nur Fleisch in diesem Fall. Yam yam. Komm. Auch davon. So, Ortega ist ja wie gesagt down gegangen. Waldtour, Metalltour. Oh, Gold. Das ist schon mal mein. Noch mehr Gold. Ja? Truhe, die habe ich gar nicht gesehen. War ein bisschen was. Klauen wir uns. Das ist da drin, ey. Es lohnt sich ja doch mal, zweite, dritte Reihe zu gucken. Oh, viel Gold. Viel Gold ist immer gut. Wir müssen unbedingt unsere Skills hochleveln hier. Wir haben noch so viel Zeug am Rumpf. Also so viele Kisten. Das ist schon nett, würde ich mal sagen. Den Kochtopf hier. Genau, unser Dude ist ja dabei draufgegangen hier, der mit dem wir da die Banditos erledigen wollten. Genau, zu dem Jack am Leuchtturm könnten wir eigentlich auch nochmal hingehen. Ich glaube, da war da auch noch was. Ja, die Steuerung ist ein bisschen instabil, ich weiß. Oh, komm schon. Monster Lag. Hier noch irgendeiner. Oh. Zu schwer. Ja, ja, ich weiß. So. Der Dude wollte, dass wir Scheuerehe umnieten. Also manchmal ist das Spiel echt nicht spielbar. Ich schieß gerade mit Feuerfallen, ne? Komm schon, Chris, jetzt tu mal was Gutes. Überall diese Mistviecher! Uiuiuiui. Ja, komm schon! Nein! In Ruhe! Mich in Ruhe, Junge! Der ist auch down. So. Ups. Das war sogar nicht beabsichtigt. Ja, deine Ware können wir uns auch gleich mal anschauen. Sagen, da waren noch ein paar mehr Wölfe, oder? Ist er. Da ist er. Zeig mir deine Ware. Ach, alle hassen Chris. 9 Schwerter für 100... Ah. Oh. Ja, das tauschen wir doch dann mal gleich. Mit 7 mal auch nochmal.
Bugalia? Halten wir mal. Jo, alles klärchen, Bärchen. Zack. Zeug, dass du weiter verhökern kannst, und wir haben Zeug, dass wir weiter verhökern wollen. So. Unten drin war ich, glaube ich, noch nicht. Yes. Die Dinger will ich haben. Was ist da denn? Schlaf. Ja. Rostiges Schwert ist cool, aber so mein Ziel. Jetzt halt irgendwie diese Scheunen. Das ist einer von ihnen. Einer down. Der ist schon irgendwie eiskalt, der Kollege. Noch ein Scheuerhirsch. Alter, das sind mir zu viele. Eine Truhe. Hinter uns sind irgendwo hier die Orks, ne? Da sind wieder Wölfe. Ahne mir auch. Oh, 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 oh. Blutfliege. Wie viele von den Viechern rumliegen hier? So. Ich frage mich, wo sind die anderen Scheunenhirsche, wenn es da noch welche gibt? Yes, 10 Erfahrungspunkte. Oh, aber das Fleisch will ich dann natürlich auch haben. So. Ey, warte, bleib hier. Wollte schon sagen, willst mich natzen? Jupp, das nehmen wir auch mit. Auch die Rostigen nehmen wir mit. Die Jungs, die gehen mir echt auf den Sack. So Wölfe allgemein. Oh Mann. Für die Blutfliege. Ich hab Schiss. Lauf, mein Freund, lauf. Falsche Richtung, wo ist mein Kumpel? Ah, Kackviecher, kommt. Ernsthaft? Alter. Oh, schaffen wir das vielleicht sogar so? Ist ja Magie. Noch mehr Magie.
Okay, jetzt müssen wir hier wieder fressen. Sonst kommen wir nämlich nicht Abschluss. Ab und zu sind so Bugs doch mal ganz nützlich. Na komm. Da! 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 Wollte schon sagen, ey, jetzt gehe ich an den einen Wolf drauf, das kann doch nicht sein, ey. Oh Mann. Lauf. Mit denen los. Nein, ihr bleibt schön mal hier, Jungs. Wo sind die? Ach, dann leckt mich doch. Da, wo die scheiß Sonne nicht scheint. Was, ein einzelner Wolf, oder? Ich hasse Wölfe. Sind der unangenehmste Gegner in meinen Augen. In sämtlichen Gothic-Spielen. Leicht overpowered, Dio. Aber der war... Der hat sich mal menschlich verhalten, hahaha. Hase. Hase. Was? Ork. Schon. Ich wollte schon sagen, ey, kackt mir das Ding jetzt ab, rast dich aus. Abgebrochen. Ja, komm, lass dir ruhig Zeit. Wir nehmen den Orks. Ist kein Problem, wir haben Zeit. Tiers? Auch geil. Definitiv geile Geschichte. Blutfliege ist uninteressant. Versuch. Zu schwer. Jetzt gerade sagen, komm, versuchen wir es. Ein Krieger. Ich habe Angst vor den Kriegern. Weiß, dass wir keine Ehre haben. Scheuer Hirsch. Da ist wieder einer. Ist das dein Scheiß Ernst, Ork? Hirsch, Ork. Ich wette mit euch, das ist der letzte Kacks-Drecks-Hirsch, den ich brauche. Euer Scheiß Ernst. Yes. Aber scheinbar war das noch nicht der letzte Scheiß hier.
Ich speichere einmal mit euch zusammen, das ist mir sonst zu heikel. Oh Mann. Ja, an alle Rock am Ring Menschen, die mir zugucken. Tut mir leid, dass euer Fest abgesagt worden ist. Es ist entsetzlich. Dass das passiert ist. Erstmal kurz einen Schluck getrunken. Ich persönlich bin auch ein Freund von eben Metal Festivals und es wäre echt traurig, wenn Wacken oder so abgesagt wird. So ein Muckefuck. Na, was soll's. Leute, nächstes Jahr kommt bestimmt. Rock in Vienna wurde ja auch abgesagt, beziehungsweise da wurde der... Entschuldigung. Wurde der Innix-Auftritt unterbrochen. Also auch an euch, Freunde in Österreich. Wenn ich da denn jetzt welche habe. Ich bin auch bei euch. Gedanken. Was das denn? Ich hab so ein fucking the fuck shit hier, Schiss hier. Das wird doch nix. Ich will nicht nach Vanguard rein, aber... Du denn? Gar nix. Cool. Naja, jetzt könnte ja auch mal eine gute Waffe drin sein oder so, aber... Nein, warum auch? Ja, die Jungs, die wurden an ihrem eigenen Schwert aufgeknüpft. Ist interessant, sag ich mal ganz ehrlich. Ah, da sind die nicht, ey. Das ist übrigens, da müssen wir noch irgendwie rein und, ja. Das nervt. Wo geht's denn hier? Mal gucken. Hier geht's nach Nordmar. Also in die härteste Ecke des Spiels. Nein. Mein Wildschwein habe ich jetzt nicht so das Problem mit, okay, aber... Aber meint auf die Map. Wenn die Stadt umrunden, das ist nicht so das Problem. Oh Gott, Gobus. Ja, komm her. Einzelner Gobo, das ist ungewöhnlich und da bin ich auch vorsichtig bei. Da glaube ich nämlich nicht dran. Tja, gehen wir zurück oder gehen wir weiter vor, ey? Ja, lassen wir das Wildschwein hier Wildschwein sein. Wow! Habt ihr das gesehen? Einmal macht es Brutze, 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 glaube ich, ey. Ich will nicht gebrutzelt werden, aber ich möchte auch kein Wildschwein schlachten. Drei, ne? Das ist ne... Oh, oh. Das gibt Ärger. Ich brauche einen Dietrich. Alter, ist das dein Ernst? Du hast keine Dietriche mehr? Ohne Waldbeere, dafür habe ich mich hier in Gefahr gebracht. Ich brauche einen Dietrich. Du kannst mich mal. Schlüssel. Oder ich klopp dir einfach mal eine aufs Maul, du Blödkopf. Ach ey, wir können wieder zurückgehen. Wisst ihr was? Und jetzt mache ich Folgendes. Bin ich im Lurker verwandeln oder? Obwohl. Scheiße! Mama! Ich will dich! Das sind zwei, ne.
Obwohl, zeig mir doch noch mehr Kisten hier, ihr Wichser hier. Da! Ich wollte gerade sagen, ich habe ein ganz schlechtes Gefühl. Was war das? Was ist das? Die Scavenger-Gruppe. YOLO, aber... Was? Zur Hölle? Gargoyle, Leute, ich bin auf Level 5 oder so. Die Goblin-Gruppe. Ja. Das ist nicht so schön. Da sind die Kollegen. Da komme ich her. Oh, da kommt gleich irgendwo die Kackwaage. Ich meine, es geht nicht darum, dass ich nicht kämpfen möchte. Doch, jetzt nicht unbedingt hier drin, aber... Darum geht es mir wirklich nicht. Es geht mir darum, ich möchte eine Überlebenschance haben und bei... Oh ja, das stimmt. Der Kampf wird nicht lange dauern. Bleib stehen, Mora. Schlimmste, sie haben recht dabei. Bleib stehen, Mora. Kurzer Tipp, Gegenstände helfen immer. Oh, die Jungs kommen nicht hinterher. Ein paar mehr. Bräu dann also auch nicht. Na, wir gehen einfach mal hier den Chrissy fragen, ne? Wir sind Chrissy. Da oben war er. Ah, Dreck, ey. Aber wir müssen ja so oder so kämpfen, aber gegen so viele Gegner, das macht einfach keinen Sinn. Dazu kommen dann noch ein Haufen Wildschweine und auf einmal dann noch Waage. Vergessen. Ja, du mich auch. Naja, Freunde, vielleicht finden wir sie das nächste Mal. Wir machen uns auf jeden Fall das nächste Mal auf wieder Richtung Zivilisation Kapdun und so. Ich freue mich auf euch. Bis dahin. Euer Helga. Ciao.